Ja, hört das denn nie auf? Der DAX, der hat ja den, der kriegt den Hals nicht voll, könnte man fast meinen. Der hat den Turbogang immer noch nicht abgelegt. Naja, ein bisschen eingebremst ist er aktuell. Aber wollen wir mal drauf gucken. Nachdem wir hier einen Widerstand hatten, hier einen Widerstand, immer wieder Pause. Jetzt zögert er ein bisschen, aber der Kenner erkennt schon, das ist nicht wirklich Panikmodus auf der Südseite, sondern das ist eigentlich eher eine Korrektur. Es sieht sehr, sehr korrektiv aus. Wir können das erahnen an den verschiedenen Hochs und Tiefs, die wir hier haben. Hier und hier und dann wieder hier und jetzt wieder hier. Das ist überschneidend, über Kurs überschneidend. Man kann einfach hier so eine Unterstützung machen, sieht, ah, da ist der Kurs nochmal drüber hinaus. Also theoretisch kann man sich das sparen. Man sieht sofort, ah, okay, der Kurs, er hat viele Kursüberschneidungen und das ist eher korrektives Gebaren, was man hier erahnen kann. Und deshalb ist die Chance relativ groß, dass wir sogar, wenn wir durch das letzte Zwischenhoch nochmal durchkommen, das ist ja ungefähr diese Situation hier, wenn wir da nochmal drüber hinausgehen, dass wir tatsächlich nochmal weitergehen und dann ist ruckzuck der Bereich um die 13.500 vielleicht sogar nochmal im Gespräch. Ein bisschen vorsichtig für die Elliott-Wellenfreunde unter uns, 1, 2, 3, 4, 5, das hat ein bisschen was von abgeschlossener Wellenzählung und wir wären dann schon oben. Den Fibo, den ich hier angelegt habe, der ist tatsächlich von der gesamten Bewegung von hier bis zum Hoch jetzt mal gemessen. Dementsprechend Rücksetzer bis 12.600, locker machbar, mindestens mal 12.760 in etwa. Also das wäre fast schon Mindestausprägung für einen Rücksetzer, wenn das jetzt schon die richtige Zeit ist. Für die kürzerfristig Orientierten, das jetzt ist die der Kassamarkt, trotz alledem, das Muster ist hier schön erkennbar. Wir sehen tolle Schubbewegungen nach unten. Das ist nicht korrektiv nach oben, deshalb habe ich hier auch gar nicht erwogen, auch nur die Shortseite in Angriff zu nehmen. Spätestens jetzt sehen wir, aber es ist ja nochmal runtergegangen. Und wenn man genau hinguckt, es hat so ein bisschen die Anmutung, dass das Ganze hier eine erste abwärts, eine zweite hoch, eine dritte abwärts, eine vierte hoch und eine fünfte ist. Und selbst wenn man ganz genau hinguckt, es ist manchmal schon sehr verzwackt, dass das so detailliert sich immer wieder auch zeigt, dann sehen wir sogar, dass die erste Welle hier dieses klassische 1, 2, 3, 4, 5er Verhalten hat. Die anderen Wellen sind eher unidirektional, aber trotz alledem, man sieht schon, das Ganze sieht heftig aus. Dementsprechend gäbe es sogar noch mal für die Aktiven einen kurzfristigen Short, wenn wir hier durchgehen würden. Dann wären wir nämlich hier in der Abwärtsbewegung, hier vorne sogar schon mal, jetzt hier noch mal in der kleineren Bewegung und hätten die Chance, dass wir von hier dann eben noch mal eine Fortsetzung nach unten kriegen. Es ist also weiterhin alles offen. Jetzt wollen wir um diese Uhrzeit vielleicht nicht so sehr mehr auf den deutschen Markt gehen, sondern mehr auf den amerikanischen. Der hat schon gezeigt, was in ihm steckt, der Kurs. Ist ja gestern tapfer nach oben gekommen, jetzt kommt er ein wenig wieder runter. Also hier ähnliche Ambitionen. Und wenn wir mal hier auf den Future-Markt nochmal gucken, also auf das, was Intraday nochmal so relevant ist, dann sehen wir, das ist noch ein ziemliches Hin und Her gewackelt und da ist noch nichts wirklich klar entschieden. Ein bisschen besser sieht es aus beim S&P-Index. Da hatten wir auch so eine 1, 2, 3, 4, 5-fällige nach oben, wackelig ABC nach unten, jetzt so halbwegs die Chance. Das kann man aber auch klarer darstellen. Das ist jetzt nicht wunderhübsch, aber es wäre immerhin noch mal eine Ambition, jetzt die Schubrichtung nach oben noch mal zu verfolgen, um dann vielleicht noch mal ein letztes Aufbegehren zu bekommen. Wir haben Wochenende. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass nach so einer tollen Woche, wir können es ja noch mal angucken, was war Anfang der Woche, war der vierte, das war ungefähr hier. Naja, so toll. Aber immerhin, wir sind ja einigermaßen zügig unterwegs gewesen in Richtung weiter nach oben. Es hat schon schnellere Bewegungen gegeben, aber wir müssen damit rechnen, je mehr der Markt zögerlich wird, je mehr der Markt ja, eben nicht mehr solche klaren Bewegungen hier macht und dann klare, wackelige Gegenbewegungen, desto eher sind Leute auch bereit vor einem Wochenende, weil ja dann Handelspause ist. Am Montag ist auch meines Wissens sogar noch Feiertag in Amerika. Ich meine zu wissen, die Börse hat offen. Ich bin im Moment gar nicht ganz sicher. Müsste ich gleich nochmal nachchecken. Das ist eine tolle Vorbereitung für ein Video. Aber ein bisschen Hausaufgabe sollen Sie ja auch noch haben. Trotz alledem werden einige dann nicht da sein und entsprechend sich zurückhalten, übers lange Wochenende Positionen zu halten. Also das sollte man im Hinterkopf behalten für den restlichen Abend, dass da der Markt noch mal ein wenig an Schub verlieren kann, beziehungsweise gegebenenfalls seine aktuellen Stände noch mal aufgibt. Wir müssen mit Gewinnmitnahmen also noch mal rechnen. Gucken wir noch mal abschließend kurz auf die Währung. Der Euro immer noch weiter auf dem Weg nach unten, hat noch keine Bodenbildung ausgebaut, hat also noch ein bisschen was vor sich. Bislang war es so, dass es nach oben eher wackelig noch war. Also weiter die Shortseite. Erst wenn sich das ändert, so ähnlich wie hier blau angedeutet, dann haben wir eine Chance auf den Dreh. Im Moment zeichnet sich das hier noch nicht ab. Ähnlich beim Gold. Auch hier sehen wir die Schubrichtung ganz klar nach unten. Da gibt es kein Vertun. Ganz klar wackelig nach oben. Im Verhältnis mussten wir die beiden vergleichen.
Und wem das nicht gefällt, der kann hier den nächsten Vergleich gerade anstoßen. Hier im 5-Minuten-Chart, Schub runter, wackelig nach oben. Einige würden möglicherweise hier schon die erste nächste Short-Bewegung wieder sehen, denn wir haben das letzte Zwischentief nach unten getriggert. Zugegeben, auf 5-Minuten-Basis relativ kurz, aber ebenfalls zugegeben, ganz klar der Logik folgend: Schubrichtung ist die Trade-Richtung, die wackelige ist die Erholungsrichtung, die wird für bessere Preise, in dem Fall für teurere Shorts, genutzt und dementsprechend wäre hier notfalls auch noch hier eben ein möglicher Trigger. Und wer ganz haarscharf gucken will, der kann ja vielleicht hier auf der ganz rechten Seite im kleinen Bild nochmal gucken. Also, in dem Fall sind wir ähnlich wie beim Euro noch immer auf der Abwärtsseite. Das muss nicht ewig gehen. Ich habe das hier oben nochmal eingezeichnet. Ein bisschen Potenzial nach unten haben wir nochmal, 20 Dollar vielleicht auf jeden Fall. Dann haben wir wieder etwas bessere Chancen für einen Dreh. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar noch getragen wird durch die Fibonaccis. Und wenn wir das uns genau angucken, dann stellen wir fest, das würde ja wieder passen wie die Faust aufs Auge. Die 38er-Marke liegt auch hier. Also gute Voraussetzung, dass bei 14,45 in etwa eine Unterstützung zu finden ist. Kann ein bisschen höher, ein bisschen tiefer sein. Vorher, glaube ich, ist man mit der Short-Seite noch ganz gut bedient. Erst, wenn ich sowas sehe und anschließend mal wieder sowas, was wir hier überhaupt nicht so richtig sehen, dann weiß ich, na, jetzt können wir die Long-Seite mal wieder angehen, insbesondere nach dem Trigger. In diesem Sinne drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie die restliche Zeit vor dem Wochenende nochmal mit viel Spaß und viel Erfolg nochmal umsetzen können. Und nächste Woche, da sehen wir uns dann schon wieder frisch von den Märkten mit neuen Trading-Ideen. Bis dahin alles Gute.